Hallo und willkommen zurück zu Pokémon. Rocket möchte kämpfen. Radikal. Rocket setzt radikal ein. Warum sind die immer so radikal? Los, Vulpix. Du wirst sofort ausgewechselt, weil du so wenig Lebenspunkte hast. Ach, finde ich das jetzt nicht. Ibitax, ich glaube, Vulcano ist bestimmt ein bisschen tankier. Radikal benutzt Hyperzahn. Es zieht mir wie viel ab? Volltreffer. 49 Lebenspunkte verloren, Dennis. Was laberst du für eine Scheiße schon wieder? Ja, okay, Screenshot für dich. Ja, was denn? Hast du nicht in dein Stein-Pokémon gewechselt, oder wie? Nein, das Pokémon mit den zweitmeisten Lebenspunkten, das ich habe, nennt sich Ibitak. Ja toll, das hat aber keine hohe Defense, ist dir schon klar. Na und? Ich muss es trainieren, das ist mein zweitschwächstes Pokémon im Team, danach gehe ich gerade. Dann kommt jetzt Kleinstein als drittschwächstes. Wenn du wieder einen Hyperzahn verrecken willst wie beim Pikachu, dann okay. Naja, beim Vulpix bin ich vorsichtig, deswegen habe ich sofort gewechselt, aber die anderen sind egal. Ja. Töte mir meine Pokémon. Ey, du liegst vorne, was das angeht. Killer. Radikal wurde besiegt. Ah, die Attacke ging daneben. Ja, noch ein Radikal. Okay, dann setzen wir mal ein Bibor in den Ring. Mach ich überlebe dann noch einen einzigen Hyperzahn. Nach meinen Berechnungen. Der nächste könnte ein Volltreffer sein, das kann ich nicht riskieren. Steinwurf geht die ganze Zeit daneben, doll. Er hat irgendwas mit Mist gesagt, da habe ich zu schnell gedrückt. Okay, also sollte ich ihn besiegen können, wirst du davon erfahren. Mein Gott, Garados, lass dich doch nicht so einfach umbringen. Das sollte es. Was laberst du? Garados ist eins der höchsten Defense-Pokémon. Ich würde es wundern, wenn das so schnell Dennis, down geht. Zweimal Hyperzahn hat ihn von 93 auf 37 runtergebracht. Das sind beinahe 60 Schaden. Ist dein Garados auf einem höheren Level oder was? Also mein Garados ist Level 27. Meins ist 26. Hey, Kleinstein entwickelt sich. Oh, das ist ja wohl was. Dann muss ich das Bild umändern. Ja, tu das. Ich suche auch schon. 75. Wahrscheinlich direkt neben dem Kleinstein. Ach ja, es braucht nicht beim Kleinstein. Genau, deswegen. Da ist Georock. Jetzt kannst du dich entscheiden, wann du zu Geowatz entwickeln willst. Ja, das schaue ich vielleicht besser nochmal nach. Ob das. Ich glaube, es war egal. Habe ich das nicht so nachgesehen? Ich weiß nicht. Das war identisch bei denen, ja, also ist es egal. Insofern würde ich sagen, so früh wie möglich. Also nach der Aufnahmesession gebe ich dir wieder mein Save. Dann kannst du machen. Da kommt man nicht durch, okay. Okay, wir haben keine andere Wahl, als die Leiter nach unten zu gehen, oder? Treppe. Das ist keine Leiter. Oh, du hast recht, Treppen. Okay. Warte mal, wie sehen denn eigentlich meine Pokémon jetzt aus? Meine Onyx ist ziemlich kaputt. Ich glaube, ich gehe heilen. Okay, gut. Dann lese ich. Oh, das ist, der Raum mit diesem ganzen, naja, die Platten, die dich durch die Gegend wirbeln. Wie nennt man das? Keine Ahnung. Wir machen den Trainer zuerst, der hier ist, oder? Erstmal gehe ich heilen. Ja, dann beeil dich. Ja, ich bin doch schon dabei. Ich kann nicht so gut lenken, wenn ich full speede. Dann drück nur ganz kurz, so wie ich. Eigentlich möchte ich auch nicht zu viel speeden, weil ich nicht will, dass das Pokémon, was ich später bei der Version abhole, Level 500 ist. Der Boss sagt, dass Selbstkopf macht Geister sichtbar. Dafür brauchen sie es also. Wen hast du jetzt angesprochen dafür? Den wirst du finden, weil es der nächste Mensch ist, den du begegnen wirst. Ist das der Erste, der da steht vor den Pfeilen, oder wen redest du? Ja, natürlich, oder soll ich den auslassen? Ich dachte, du hast dich schon angesprochen. Ja, ich habe ihn gerade vorgelesen. Hä? Er hat 5 Pokémon, Dennis. Okay, fängt mit einem Zubat an. Ja, es verbrennt gerade zu Tode, oder auch nicht. Ah, auch echt, greifst du es mit Feuer an? Ja, Vulpix ist immer noch vorne dran, schwächstes Pokémon zuerst. Ja, aber glaubst du, dass es das kann? Vulpix hat gerade gewonnen. Okay, hast du mehr Vertrauen in deinen Pokémon als ich in meins. Mal gucken, ob es Smogon auch noch schafft. Ich bin dafür, dass es das tut. So. Smog ging daneben, nice. Hey Dennis, es sind Gift-Pokémon. Oh, ich hab Glut erlernt. Vertrauen in Feuer. Warte, ernsthaft? Was für Attacken kann dein
Ding eigentlich? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht. Kann ich das kann Glut, roten Schlag, ruckzuck hier. Kann ich das angucken, Bericht oder nicht? Status. Bis Brüller Glut. Also hat gerade erst Glut erlernt. Aber du hast Biss, das ist cool. Ich hab Ruckzuckhieb dafür, Schwäche. Bulbix erreicht Level 21 und hat die ersten drei Pokémon von diesem Typ alleine besiegt und Brüller gelernt. Jetzt sind wir... Ja, jetzt weiß ich, jetzt habe ich eine Attacke mehr als du. Cheater. Slimer. Okay. Nice, das brennt. Zehnmal Glut benutzt in diesem Fight. Radikal, okay, jetzt war's das. Eorok. Oh. Na ja, probieren wir mal Konfusion. Er macht Routenschlag. Er macht Tackle und Ruckzuckhieb gleichzeitig. Er macht Ruckzuckhieb. Er kann das nicht gleichzeitig machen. Ja, aber er hat beides gemacht, bevor ich angreifen konnte. Für mich ist das gleichzeitig. Was laberst du? Dennis, er macht gerade die vierte Attacke und ich konnte noch nichts machen. Okay, Steinwurf endlich. Ja, er hat mit Tackle angefangen, als ich eingewechselt habe. Ich wollte Steinwurf machen, aber sein Ruckzuckhieb war schneller. Das Steinwurf ging daneben. Das Team Rocket Hauptquartier hat vier Untergeschosse. Du findest den Boss niemals. Wenn es nur vier sind, geht das viel schneller als im anderen. Hä? Du wirst mich immer so. Stopp, ich ergebe mich, sagt er. Die Zölle sagt er bei dir was anderes. Das ist das, wenn du ihn danach anredest. Oh mein Gott, Dennis. Okay, gehen wir. Was? Es tut mir ja total weh, wenn ich auf diese Platten gehe. Ich wollte dich gerade fragen, wo wir hingehen. Und du gehst einfach schon los. Ja, ich möchte eigentlich erstmal die Items einsammeln und dann vielleicht wieder abhauen. Ich bin oben rechts. Nugget, nice. Ach so. Dann das linke. Mondstein, nice. Okay, dann gehe ich hier hin. Um das mittlere. Oh, das habe ich so blöd geguckt, ja. Egal, hier. Das dritte ist ein TM07. Und das ist... So, TM07 aktiviert. Hornbohrer. Nice, vielleicht kann der Nidoking das haben. Okay, was davon ist jetzt der Rückweg? Ich will eigentlich ja nicht... Ups, das war falsch. Warte, es gibt hier kein weiteres Item oder sowas? Weiß ich nicht. Siehst du noch ein viertes? Ich weiß es jetzt nicht. Ich versuche hier irgendwo so lang zu gehen, dass ich noch weitergehen kann. Also rechts von mir ist der Rückweg und hier geht's runter. Gehen wir mal hier lang. Ah ja, warte, ich gehe da auch nach links. Ah ja, da kommt noch ein Item. Okay, ich bin jetzt den Weg gegangen, wo ich wieder hochgehe und dann zur Seite schauen möchte. Lauf in den Supertrank. Danke für den Hinweis. Ach, ist das Item da unten drin, ne? Ja, das scheint dann wohl das einzige hier an der Ecke zu sein. Okay, wir können quasi rausgehen. Ah ja, Supertrank. Weil okay, durchgehen wollte ich jetzt hier nicht. Ich möchte eigentlich erstmal hier bei der Treppe quasi anfangen. Ich bin nur am überlegen, ob ich gleich nochmal heilen gehe. Wie weit bist du? Was meinst du mit durchgehen? Wie kommt man hier weiter? Naja, du kannst unten rechts ja raus und wir müssen da auch hin. Deswegen wollte ich ja die Treppe über dem Typen zuerst machen. Achso, aber du wolltest dann erst dir die Items gönnen, oder wie? Ja, ich habe jetzt alle vier eingesammelt, du auch? Ja. Okay, dann gehen wir durch die Treppe über dem Typen. Achso, ich dachte, oder? Du wolltest heilen gehen. Da war ich gerade. Was? Ja, während ich mit dir geredet habe. Treppe runter. Bist du immer so scheiße schnell? Das kann doch wohl jetzt sein! Okay, nach der Treppe, unten kommt gleich ein Typ, den zuerst. Du, ich geh heilen, du wartest jetzt gefällig. Achso, du heilst jetzt auch. Hey, ich dachte, du musst nicht, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt noch so schnell wie möglich. Mein Gott, Mann. Müssen ist relativ. Ich habe einfach gerne ein geheiltes Team. Hm. Verwende nicht gerne dann? Items. Vulpix. Okay, dann gehe ich nach unten. Ibitak. Und da ist ein Gegner. Was ist hier drüben? Bald beim nächsten versteckten Ach, es sind auch wieder Pfeile. Okay, kämpfen wir gegen den Typen, oder?
Ja, weil wir da, glaube ich, ein Item einsammeln können, dann unter dem. Ich kann aber nicht so weit sehen. Wir hörten schon, dass du im Anmarsch bist. Wirklich? Wer hat euch das Ach, gesagt? so laut bin ich doch gar nicht. Rocket möchte kämpfen. Mach Hollow. Aber keine Turbo-Treter. Das ist Level 21. Los, Traumato. Wie stark ist dein Traumato inzwischen? 24. Das ist das Äquivalent zu meinem Sandama. Okay, also schwächer. Dann bin ich beruhigt. Wieso? Na, ich dachte, dein Traumato, weil du ständig von Traumato redest, wäre schon ultra stark halt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es levelt sich jetzt nicht zu schnell. Ich benutze Ibitak. Es ist auch Ich so kann ganz ultra schön stark. einstecken. Yes. Hab den Rocket-Typen besiegt. Okay, und das ohne Leertaste zu drücken, Und Respekt. ich habe ihn gerade nicht gelesen. Hat irgendwas mit was gesagt. Okay, ich lese es gleich. Was? Ich habe verloren. Arrgh. Geraten. Geh ruhig weiter. Du benötigst den Liftöffner und der fehlt dir. Oh, okay, danke dafür. Blau findet Nugget, rechts von dem Ball, der da liegt. Ja, das denke ich mir auch so. Das ist doch genau diese Stelle. Blau findet TM10. Das ist auch irgendwie der Gag. Ja, Risikotackle. Okay, und dann zu komischen Schränken. Steht da, welches Stockwerk das ist? Natürlich steht es Das da. ist Giovannis Raum. Also ist der Ah, da Carena da geht's. Giovanni auf dem Bild. Oh, und das ist der letzte hier. Danach kommt Pokémon-Turm. Okay, dann kann ich das Fenster ja wieder schließen. Gut, Okay, wie hier ist ein wursteln wir uns Item. jetzt hier Also ich bin durch? jetzt unten zu den Faltdingern gegangen und sammle erstmal das erste Item an der rechten Seite ein, das Sandwurm. Ah, Und jetzt darf okay. ich anscheinend wieder hochgehen, weil sonst komme ich da weiter. Sicher? Ja, hast recht. Okay, dann gehe ich zur Seite, dann gehe ich zu der Seite. Wenn ich hochgehe, bin ich in einer Schleife, aber ich glaube, wenn ich da hingehe, kann ich auch nicht weiter. Gehen wir mal Das außen heißt, rum die und das ganze mittlere von Zeug. denen hier ist Und richtig. gehen dann hier hin. Der Rocket Rübel sagt, halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten. Ah, da hast du recht. Team Rocket Force, nichts als Ärger, riesen Ärger. Oh mein Gott, ich habe das irgendwo auf Kassette, glaube ich, oder? Ich weiß nicht genau. Dachte, er würde es weiter singen, aber gut. Wie geht's denn weiter? Und dann schnappen wir uns Pikachu. Ach so, war das. Ja, genau. Kann ich theoretisch in OBS eine Layer einbauen mit einem Musiktrack, den ich abspielen kann? Ich glaube schon, aber wieso solltest du das denn jetzt wollen? Okay. Rocket setzt Radikal allein. Spielt die Hallo, ganze Musik im Karl. Hintergrund. Ja, richtig. Okay, Radikal möchte ich nicht mit Feuer bekämpfen. Radikal bekämpfe ich mit einem Onyx. Warte mal, dein Fukano hat das Radfass geschafft. Ah ja. Meins ist tot, deswegen habe ich es nicht benutzt. Warte, was? Sorry, nein. Ich habe es gleich ausgewechselt. Ich wollte nichts riskieren gegen Pokémon, die überzahlen können. Dein Fukano hat mehr Lebenspunkte, da kann ich drauf wetten. Oh, ein Traumato, wie cool. Wieso hat er den überlebt? Okay, Karmagriff. So. Tot. Okay, da bleibe ich aber nicht mehr bei Onyx drinne. Uff, ich bin am Boden. Ich hau mein Biber rein. Hier, kriegst Käfer in dein Gesicht. Kriegst Angst vor Käfern. Okay, das heißt, hier geht's dann auch noch mal runter. Aber wir sind ja noch lange nicht durch, wir können ja noch nicht zum Boss. Wahrscheinlich nicht. Das Silphscope, das Gerät, das der Boss geraubt hat, das ist hier irgendwo. Blau findet TM02. Ah, okay, wo ist das jetzt schon wieder? Treppe runter, Ach so. oben links. Klingensturm. Besiegen wir dann den Typen, der da ist? Ah, okay. Warte. Okay, Ich glaube, der TM1 lässt es dann. eh fallen, den Schlüssel oder so, glaube ich. Keine Okay, Ahnung, dann sprechen ob das wir ihn hier so mal an. war. Ich werde dir den Liftöffner niemals geben. Ach, das war tatsächlich der. Ich wusste ja nicht. Ein Schmoggon. Okay, Vulpix, ich gebe dir eine Chance. Nur 48 KP, wie viel hast du? Glut. Ich habe 50. Und du bist ein Level niedriger oder auch 21? Ich bin 18! Siehst du, du hast jetzt schon 2 KP mehr als ich und 3 Level unter mir.
Übrigens bin ich vergiftet worden, das heißt, ich gehe danach schleunigst raus. Okay, ich konfusioniere ihn. Da ist er weg. Super, das kann ich auch konfusionieren. Wir müssen, glaube ich, eh wieder oben hin, damit wir da die Tür öffnen. Oh nein, Blau gewinnt. Warte mal, was? Der ist ja immer noch hier. Oh. Mist, ich habe den Liftöffner verloren. Oh, jetzt liegt er neben ihm, okay. Oh, geil. Blau findet Liftöffner. Das ist also einer, den man nochmal anreden muss, okay? Darauf kommen aber wenige Menschen wahrscheinlich, oder? War da unten links noch was oder kann ich gleich raufgehen, Dennis? Unten, ne? Kann mal schauen. Hier ist ein Item. Na gut, okay. Ich kann keine weiteren Items mehr tragen. Warte, was? Ich auch nicht? Dann haben wir wohl recht gleiche Itemmengen aktuell. Dreck. Na gut, dann müssen wir halt nochmal hier runter. Ich habe jetzt schnell einen Trank benutzt. Damit ich hier auf jeden Fall rauskomme. Ach, das solltest du doch auch so, da wird ja keiner mehr auf dem Weg aufhalten. Ja, aber ich habe nicht genug Lebenspunkte für so viel Laufen. Ach so, stimmt. Okay, das habe ich vergessen. Gut, ich bin in der Spielhalle. Okay. Ja, ich wäre jetzt schon tot. Bist du aber nicht. Nein. Gucken wir mal. Probecenter. Ich war jetzt bei 18 Lebenspunkten. Der Trank musste sein. Vielleicht hätte ich es effizienter machen können, wer weiß. So, ich schmeiße. Was schmeiße ich denn so weg? Eigentlich kann ich den Münzkorb erstmal wegschmeißen. Wir kriegen jetzt eh kein Geld mehr, oder? Ne, wir haben alles eingesammelt. Wenn wir jetzt nicht spielen, passiert nichts. Dann legen wir den erstmal weg. Nee, kann man jetzt nicht brauchen. Dann schmeiße ich die TM hier weg. Das Fahrrad ist auch weg. Also ich schmeiße in den PC rein. Ja, ach, das Fahrrad willst du auch weglegen? Quatsch, nein. Immer gut, ich benutze es nicht, also. Ich lege alle TMs ab, ich behalte Nugget und gehe gleich zum Verkaufen dafür. Sonderbomben kann natürlich auch wieder weg. Ja, stimmt, das brauche ich aktuell auch nicht. Wenn ich es finde, wo bin ich denn? Ich hoffe, der PC ist nicht bald voll, das wäre echt. Der PC ist doch unendlich groß, oder nicht? Das glaubst du. Ja, also ganz ehrlich, wenn dein Inventar nicht endlich groß ist, dann muss es doch der PC sein. Können wir jetzt nicht sagen, dass man hier eine Begrenzung an Items hat. Ich leg die Angel weg, ich bilde mir ein, dass es so war. Das wäre ja vollkommener Bullshit. Sollen wir das Tafelwasser gleich abgeben? Ich meine, wir könnten und dann können wir... Pokéball gegen Gifttrank. Da hast du gar keins, keine Ahnung. Ich habe zwei Nuggets, ich will jetzt verkaufen. Ich habe drei Nuggets. Ich war schon eins verkaufen vorhin. Ah, ich habe hier AP Plus, das legen wir auch ab. Dann können wir jetzt später vor der Top 4 unsere Pokémon dopen. Ja. Vor dem Champ, der Überlebende kriegt's. Also das würde ich jetzt nicht direkt... Also das würde ich jetzt nicht so spät erst einsetzen. Da müssen wir es logisch machen. Bei dem, so, der es am meisten Sinn macht. Ich frage mich, ob wir dem das Wasser überhaupt schon geben können. Da können wir ja vor dem Rocket Haut. Ah, okay, doch, klar geht das. Das Silcore-Gebäude. Da steht ja ein Typ davor, der später dann einschläft. So war das doch. Also theoretisch könnten wir schon Stadt wechseln. Ich muss aber erstmal verkaufen. Wir können das Kampf-Pokémon dann abholen. Cool. Ich muss verkaufen. Ja. Du gib Bescheid, wenn du fertig bist. Und ich würde sagen, wir machen den Rocket Hideout jetzt erstmal fertig. Und dann gucken wir, wie stark unser trainiertes Pokémon geworden ist, wenn wir dann rechts in der Stadt waren. Oder willst du das gleich machen? Ach nee, egal. Reihenfolge. Wir brauchen eine Reihenfolge. Ich warte in der Spielhalle auf dich. Okay, ich fahre hin. Ich gehe langsam runter. Du kannst mich also einholen. So, ein Stockwerk, zwei Stockwerk, drei Stockwerk. Ah ja, jetzt muss ich wieder dieses Puzzle-Ding hier machen. Du kannst es zum Glück auch auswendig, oder? Pi mal Daumen wahrscheinlich. Wenn du... Den da muss ich nehmen. Okay. Was haben wir denn hier? Ein KP Plus. Ach, das ist das Item hier auf dem Tisch. Ja, okay, mehr gab es hier unten eh nicht. Also,
Wieder rauf. Jetzt müssen wir im Erdgeschoss den Aufzug benutzen. Mehr gibt's hier nicht. Oder? Weil hier kann man den nicht benutzen. Nee. Es geht nur vom Erdgeschoss aus. Ich meine, es ist nicht verwirrend gemacht. Da muss man sie loben. Den haben wir eh schon zuerst besiegt. Ah ne, da war nix. Also, so, los geht's. Hallo? Klick? Wir müssen jetzt also wieder nach ganz oben. Wie funktioniert denn das? Was denn? Liftöffner, okay. Eichblau ist es noch nicht. Ich bin gerade voll verwirrt. Wie geht's weiter? Wir müssen jetzt zu der Tür hier, oder? Das dachte ich auch. Das. Ja, aber warte mal. Liftöffner ist doch ein Aufzug. Das hier ist doch eine Tür. Ja, wie genau öffnen wir die jetzt? Haben wir nicht schon überall? Bin ich total doof? Ich schau. Ist hier noch irgendwas? Ich mal nach um. Ich dachte, wir waren überall. Warte, da ist ein Typ und ein Pokéball. Ich weiß nicht, wo du jetzt redest schon wieder. Ich bin im ersten Untergeschoss. Jetzt bin ich hier. Warte. Oh! Warte, kommt man da? Oh, warte. Ich glaube, ja. Ja, wir müssen. Da unten konnten wir doch noch lang. Ja, genau. Das haben wir ja nicht gemacht. Da meintest du ja, das ist der Hauptweg. Also müssen wir jetzt da lang. Genau. Mein Fehler. Also hier rüber. Unten würde ich sagen. Und dann... Das würde mich nach unten. Und hier lang. Und das würde mich wieder hochführen, das würde mich wieder weiter runter. Hier lang und okay, ich bin das durch. Mich runter. So, hier dann ist nochmal eine Treppe und eben der Aufzug. Dann gehen wir aber erst die Treppe rauf und dann den Aufzug. Hä? Ach, dieses Feld hier ist der Aufzug? Okay. Oh, Leute, ja, ich glaub's zumindest. Was willst du überhaupt hier? Wo bist du? Ach, der da. Durch die Treppe, eins nach unten links. Okay. Ja, was ich will? Ich will deinen Meister herausfordern. Dein Boss. Ach, du Scheiße. Lass dein Feuer-Pokémon nicht gegen Radfratz kämpfen. Oh, okay, wenn du meinst. Er hat 24 KP abgezockt mit einem Volltreffer. Das ist genau die Hälfte meiner Lebenspunkte gewesen. Er hat Routenschlag und es hat viel geschlagen. Ja, naja, was soll's. Du hast halt Glück, ich nicht. Okay, Steinwurf ging daneben. Ah, jetzt hat's getroffen. Daneben. So, gib Bescheid, wenn du bei Radikal bist. Und also dann jetzt ist dein Ratzfatz verreckt. Dann machen wir doch einen Partwechsel, oder nicht? Ach so, ja, okay. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.